Sprachmemo App. First let me hop out the motherfucking Porsche. Hey Leute, hier ist wieder euer Keep It Safe und heute mit einem weiteren Video von mir. Ich weiß, ich habe jetzt lang kein Video mehr gemacht. Ich glaube, das ist schon circa einen Monat, habe ich jetzt kein Video gemacht. Aber Leute, ich hatte echt viel Stress zurzeit mit Fußball, mit Training, Ligastress, dann in der Arbeit. Also es war echt viel zu tun für mich. Und ja, jetzt habe ich wieder Zeit. Jetzt mache ich wieder Videos und bin wieder für euch da. Genau. So, also jetzt starten wir mal gleich. Ich habe mir heute vorgenommen, ein Thema zu nehmen, das vielleicht ein bisschen schneller bearbeitet werden kann, weil es da eigentlich nicht so viel zu sagen gibt. Aber wir gehen jetzt mal zu dem Thema Abwurf. Abwurf nach einer Flanke zum Beispiel oder generell ein ruhiger Abwurf, wenn ihr jetzt nicht direkt den Konter einleiten müsst. Und genau, starten wir. So, beim Abwurf ist es auf jeden Fall wichtig, dass ihr wisst, wo ihr hinwerfen wollt. Also lasst euch nicht aus der Ruhe bringen, wenn da irgendwie zwei oder drei Spieler stehen, die frei sind, sondern sucht euch einen aus, schätzt die Situation ab und werft den Besten an. Ihr wisst auch zum Beispiel jetzt, wenn ihr im Training seid, dann kennt ihr ja eure Mitspieler. Und wenn ihr seht, okay, der ein oder andere, der ist vielleicht ein bisschen, der kann es nicht so gut, zum Beispiel die Bälle anzunehmen, weil ein Abwurf, der kommt ja vielleicht auch, der kommt ja nicht flach, dass man ihn leicht mitnehmen kann, sondern vielleicht auch mal zum Runterstoppen, Kniehöhe oder sowas. Deswegen, wenn ihr da seht, okay, euer Mitspieler ist da vielleicht auch im Training nicht so sicher, die Bälle anzunehmen, aber der ist gerade frei im Spiel, dann wirft ihn lieber nicht an und wirft vielleicht einen anderen an. Das schafft ihr vielleicht, also ich weiß nicht, ob ihr das direkt schafft, in so einer kurzen Zeit das abzuwägen, wenn ihr zum Beispiel in eine Flanke kommt und dann muss es ja alles mega schnell gehen mit dem Abwurf. Deswegen, wenn es dann eher eine ruhigere Situation ist, wo ihr den Ball fest habt, zum Beispiel, weil er jetzt gerade geschossen wurde, die Gegner stellen sich gerade und ihr habt gerade ein bisschen mehr Zeit, den Ball auszuwerfen, dann nehmt euch auch die Zeit und wie gesagt, wägt ab, welcher Spieler da am besten angeworfen werden kann. So, wenn ihr jetzt zum Beispiel den Ball gefangen habt von einer Flanke, dann müsst ihr wirklich den Ball so schnell wie möglich wieder ins Spiel bringen, weil das könnte entscheidend sein, ob ihr einen guten Konter einleitet oder ob ihr gar keinen Konter einleitet. Und ich meine, sau viele Tore, auch in der Bundesliga, zweiten Bundesliga, fallen einfach durch Konter, weil wenn jetzt bei der Ecke stehen fast alle gegnerischen Spieler vorne, es stehen vielleicht gerade mal zwei Absichernde hinten vom Gegner. Und wenn ihr da einen schnellen Stürmer habt oder einen schnellen Außenbahnspieler und ihr werft den in den Lauf, dann heißt 2 gegen 1 oder vielleicht sogar 2 gegen 2 oder so. Und dann habt ihr da echt eine gute Chance, einen Konter einzuleiten und vielleicht sogar ein Tor vorzubereiten. Genau, jetzt kommen wir dann mal zur Abwurftechnik, was ihr da am besten beachten könnt. Ich finde immer, ich sehe viele Leute, die den Ball seitlich auswerfen. Dann kriegt der Ball halt so eine seitliche Drehung und ich finde, der ist immer wirklich sehr schwer anzunehmen für einen Stürmer oder generell für die Spieler. Deswegen wurde uns auch beigebracht, und so finde ich es auch am besten, dass ihr den Ball von oben werfen sollt. Also nicht den hier von seitlich, sondern eigentlich wie als würdet ihr halt so einen Einwurf machen mit einer Hand, zack, und halt von oben einfach. Dass ihr halt so einen Rückwärtsdrall bekommt, weil den kann euer Spieler einfach wirklich viel, viel, viel leichter annehmen. Und genau, darauf müsst ihr dann noch achten, wann ihr den Ball loslasst. Weil wenn ihr den Ball zu früh loslässt, dann fliegt er eher nach oben. Aber wenn ihr den Ball zu spät loslasst, dann fliegt er vielleicht ein bisschen zu flach. Deswegen versucht er so einen Mittelweg zu finden, dass ihr ihn perfekt abwirft. Und ich finde immer, dass ihr ihn perfekt loslassen solltet, wenn er so
bisschen über eurem Kopf ist. Also wenn ihr den Ball werft, zack, über eurem Kopf, circa in dem Bereich, dass ihr ihn loslasst. Und dann kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Ihr müsst einfach nur euren Mitspieler treffen. Entweder ihr werft ihn auf den Mann, dass er ihn annehmen kann, dass er seinen Körper reinstellen kann. Oder ihr werft ihn in den Lauf, vielleicht über ihn drüber, seitlich an ihm vorbei, dass er halt nachlaufen muss. Das müsst ihr dann situativ einfach einschätzen und die Situation erkennen, was da am besten sich anbietet. Und dann steht dem perfekten Konter eigentlich nichts mehr im Wege. Ich würde sagen, dass das auch jetzt schon wieder von dem Video war. Kurz und knackig, alle Informationen, die man dazu braucht. Genau, zu meinem nächsten Video. Was wollt ihr am liebsten sehen? Schreibt es wieder in die Kommentare. Ich bin jetzt wieder motiviert. Ich habe jetzt wieder Zeit, Videos zu machen. Und ich habe auch Bock drauf, meine Freunde. Also, schreibt es mir in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Ich bin für euch da. Euer Keep It Safe. Und bis zum nächsten Mal. Und sehr gut, Philipp!